Wegen einer Disziplinlosigkeit wurde David Riegert, der vierfache Weltmeister und Olympiasieger 1976, vom sowjetischen Verband gesperrt. In seiner Abwesenheit ist die Titelvergabe in der 90-Kilogramm-Klasse, dem Mittelschwergewicht, ohne Glanz. Für die Veranstalter jedoch ist gerade diese Kategorie der Höhepunkt der ganzen Weltmeisterschaft. Mit dem 26-jährigen Rolf Milser steht ein Mann zur Verfügung, dem zuzutrauen ist, die Phalanx der sowjetischen Heber zu durchbrechen. Die Abwesenheit von Riegert lässt die Chancen des Deutschen steigen. Als Gegner und Riegert-Ersatz haben die Sowjets Sergei Poldoratski aufgeboten. Diesmal und nur diesmal kommen auch die Zuschauer. Sie wollen ihren Mann siegen sehen. Obwohl die Rechnung nicht ganz aufgeht, können die Deutschen zufrieden sein. Milser gewinnt die Silbermedaille im Reizen und Zweikampf und wird Weltmeister im Stoßen. Gold im Reißen und Zweikampf erringt Poltoratski. Die Bronzemedaille im Gesamtklassement holt sich der Kubaner Alberto Blanco. We'll be right back.
Thank you.